Die guten Sachen brauchen immer ein bisschen Zeit, aber jetzt geht's wirklich los. Seid ihr gut drauf? Ja! Wunderbar, das sind schon mal gute Voraussetzungen. Dass die Leute besonders motiviert in der letzten Reihe. Es ist in der Klasse auch immer so, dass die besonders motiviert in der letzten Reihe sitzen. Ganz kurz zur Erklärung, es gibt zwei Runden. In der ersten werden die Kandidaten einmal nur ihr Kosten erklären und was sie gekauft haben, was sie selber genäht haben. Und in der zweiten Runde wird es die Performance geben. Nur ganz kurz zur Erklärung, wir haben drei Gruppen und einen Einzelauftritt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir gleich an. Kannst du noch kurz oben sagen, dass du die Disco-Kugel bitte ausstellst? Ganz kurz an die Technik, falls irgendjemand oben ist. Ich glaube aber, es ist niemand oben. Doch, ist jemand. Okay. Ob man vielleicht die Disco-Kugel ausschalten könnte. Gut. Dann fangen wir an. Als erstes kommt Nigelein auf die Bühne. Also, ich habe angefangen, erst einmal damit natürlich die Tunika zu nähen. Das war nicht recht schwer, den grünen Stoff eben so übereinander gelegt und so das genäht. Ich hab geschaut, dass die Nähte auch schön sind. Natürlich, ich habe Tipps von meiner Mutter gekriegt, die ist recht gut im Nähen. Dann habe ich auch natürlich die Mütze genäht. Mangels einer blonden Perücke habe ich dann der Wolle draufgeklebt mit einem Tapetenleim. Also die halten bis jetzt relativ gut. Es ist zwar ungleich lang, man sieht es vielleicht, aber es geht halbwegs. Dann habe ich die Stiefel, waren ein wahnsinniges Glück, weil man findet um diese Jahreszeit wirklich nur Stöckelstiefel. Das ist ein Wahnsinn. Und jetzt habe ich halt es geschafft, glücklicherweise welche zu finden, die absolut auf das Cosplay passen. Perfekt. Das war ein wahnsinniges Glück, sogar meine Größe. Das ist eine Leggings vom Kick, die ja, ist nicht sonderlich qualitativ hochwertig, aber sie tut's. Ich hatte da eigentlich auch auf der linken Hand ein Triforce mit goldener Schminke, aber das habe ich jetzt vergessen drauf zu tun. Der Gürtel, da habe ich zwei verschiedene, weil ich einmal bei der Mark Convention vergessen habe, ihn mitzunehmen, das habe ich mal einen zweiten gekauft. Da habe ich einfach aus Karton so diese Gürtelschnalle, die er im Spiel hat, draufgegeben. Und weil dieser Link ja blöderweise der einzige ist, der keinen Gurt für seine Ausrüstung hat, was unlogisch ist, aber egal, habe ich da halt mit Wolle ein bisschen improvisiert, damit ich keinen unrealistischen Gurt dazu machen muss. Das Leibrad drunter, das habe ich auch vom Kick. Das ist ein ganz normales grünes Leibrad, aber ich habe es oben, das hat einen Rollkragen gehabt, habe ich es umnähen müssen, weil das wäre sonst wirklich nicht gewesen, im Sinne der, hätte ich keinen Zweck gehabt, wenn ich dann Rollkappen gehabt hätte und heiß wäre es auch gewesen. Das ist der Packstück des Windes, der Wind Waker, den wollte ich unbedingt haben, weil man mit dem so schön posieren kann. Da habe ich ein altes Essstäbchen genommen und habe es mit einer Modelliermasse umhüllt und das hat ein bisschen gedauert, bis ich da das richtig gehabt habe. Und dann habe ich eben diese Kringeln rundherum gemacht. Er ist schon ein paar Mal leicht angebrochen, aber ich habe es bis jetzt noch jedes Mal reparieren können. Die blauen Dinger sind Perlen. Es ist merkwürdig, auf manchen Artworks sind die blauen Perlen drin, auf manchen nicht. Ich habe es jetzt halt mit blauen Perlen mal gemacht. Dann habe ich mich entschlossen, mit Spiegelschild und Masterschwert zu kommen. Das Masterschwert ist eigentlich ein normales Spielzeugschwert, aber das hat gerade so passend ausgeschaut wie Masterschwert. Da habe ich einfach eine blaue Acrylfarbe drauf. Gelbes Juwel wollte ich auch drauf machen, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Ja, ich kriege das Schwert schwer wieder in den Scheiden leider, weil es eben nicht mit der Hut angebracht ist. Und da muss ich umdrehen, weil das angebracht ist, da der Spiegelschild, den habe ich ausgemacht, weil ich den so gut finde. Ich habe mir das Artwork genau angeschaut vom Spiegelschild und versucht, das Muster genau abzuzeichnen mit einer Spiegelfolie, damit er auch schön reflektiert. Funktioniert sogar, wenn man das richtige Licht hat. Genauso wie im Spiel. Und es ist eigentlich so ein Holzschild, zum Beispiel zum Schild von Müller, da habe ich mit Hartmaché umhüllt, bis nichts mehr zu sehen war. Gut. Dankeschön. Gut, kommen wir gleich zu der ersten Gruppe, vier Teilnehmern. Tai Lee, Zero Natsu,
again. Hallo, servus. Grüß dich alle miteinander. Also, ich stelle dar, ich fange gleich mal an. Jeanne von Jeanne McKim. Ich habe das Kurs komplett selbst genäht. Es ist selbst genäht, der komplette Unterrock. Der Rock, das, die Spitzen, der Oberteil. Ich habe seit Dienstag daran genäht, mit ihrer Hilfe. Ja, zum größten Teil ist es mit der Maschine genäht, zum Teil mit der Hand, weil ja, bei 5 Lagen streicht die Maschine. Und ja, was soll ich noch sagen? Ja, es war ein geplantes Kurs und ich bin froh, dass ich fertig heute geworden bin. So, zu meinen Helferinnen. Ja, also mein Cosplay, die Jacke liegt hinten noch, also ich mache Yuki Cross aus Van Highlight. Das Kurs ist leider schon geliehen, alles last minute. Ja, also die Jacke liegt, wie gesagt, schon da hinten. Weil ich mache heute den Frauenarzt. Also ich habe jetzt der Xo Shogokawa. Mein Kurs ist halbes Jahr angestellt und das ist angenehm mit der Hand, mit dem schnell streichen. Und das ist sehr zusammengestellt. Und ich habe es ihre Freund. Hallo, ich bin Thomas. Sie als Visual Kai. Ich bin hier auch als Referent engagiert. Und von mir ist eigentlich alles gekauft. Dankeschön. Seid ihr immer noch gut drauf? Ich merke schon, da lassen die ersten Kräfte nach. Aber es geht Schlag auf Schlag weiter mit gleich noch einer Gruppe. Und zwar Kamisaba, Anabu und Riku. Was genau, die Broschen hier, die habe ich gemacht, die machen zu Perlen. Und mein Outfit habe ich auch komplett selbst genäht. Aber hier hat meine Nähmaschine wirklich gequält oder getragen mein. Ich kam auch auf die kluge Idee, in roten Stoff einzunähen, weshalb ich jetzt vor Hitze sterbe. Aber es schaut toll aus. Ja, und die Abzeichen habe ich alle selber gemacht. Und die Knöpfe auch. Und ja, also, ja, das Haarband habe ich auch selbst gemacht. Ja, hier, wunderschön. Ja, ich kann mich mal ganz toll schämen. Das Cosplay ist ja, eine letzte Minutenaktion. Mir gehören gerade mal die Schuhe und die Socken selber. Ja, das kleine ist vom Bodyline. Der Team gibt mir den Rücken gehört meinem Navi da vorne. Ja, okay. Ja, das war's, ich bin auch gestimmt. Ja, eine Last-Minute-Aktion gewesen und irgendwie so eine lustige Idee, einmal in einem Lolli-Guy zu cosplayen, weil es irgendwie überhaupt nicht zu ihm passt, aber irgendwie auch doch.